Nach seinem jüngsten Cora Schumacher-Spruch in der Tanzshow Let's Dance wehrt sich die Ex-Teilnehmerin jetzt öffentlich gegen Juror Joachim Jambi. Unterstützung bekommt sie dabei von Ralf Schumacher. Nur Kathy Fischer, 35, wie Kathy Hummels damals noch hieß, musste die 8. Staffel der Tanzshow Let's Dance vor ihr verlassen. Cora Schumacher, 46, flog in der darauffolgenden Show heraus. Die damalige Leistung der Ex-Rennfahrergattin machte vor allem Juror Joachim Jambi, 58, wütend. Und das bis heute, wie er in der Show vergangene Woche zum Besten gab. Cora Schumacher macht ihrem Ärger Luft. Wer es gehört hatte, wartete seither auf eine Reaktion von Schumacher. Und die ist nun da. In einer Instagram-Story machte sich die Blondine Luft. Unter der Überschrift Hashtag Stopshaming schreibt sie, seit 8 Jahren ertrage ich nun das öffentliche Shaming und die Diskriminierungen. Punkt, Klammer. Diese deftigen Beleidigungen bis hin zum Mobbing kann ich einfach nicht mehr nachvollziehen und verletzen mich sehr. In einer weiteren Story kündigt sie ein ausführlicheres Statement an. Ich werde auch begründen, wieso, weshalb, warum ich von 3 Wochen Trainingszeit damals 2015 nur einen wahrnehmen konnte und deshalb meine Performance nicht gerade die beste war. Aber gar nicht erst anzutreten, wäre damals für mich keine Option gewesen. Punkt, Klammer. Das war sowohl dem Sender bewusst und der Produktion als auch einem Joachim Jambi. Und gerade deswegen finde ich es sehr, sehr unpassend, dass dieses Mobbing und diese Diskriminierung jedes Jahr weitergeht, sagt Schumacher. Sie werde sich auch mit der Bitte an den Sender wenden, das künftig zu unterbinden, weil es mich halt echt wahnsinnig verletzt. Jeder, der damals involviert gewesen sei, wisse um die Situation damals und was da alles geschehen sei. Und grundsätzlich finde ich einfach dieses öffentliche Shaming total unangebracht. Es soll eine Unterhaltungssendung sein und keine Diskriminierungssendung, fasst sie ihre Kritik in einer 3. Story zusammen. Ralf Schumacher unterstützt seine Ex. Support bekommt Cora Schumacher von ihrem Ex-Mann und Vater des gemeinsamen Sohnes, Ralf Schumacher, 47. Sie teilte eine Story von ihm auf ihrem Account. Darin erzählt er, ich habe damals meine Ex-Frau besucht. Dort vor Ort, noch mit unserem Sohn. Und ich muss sagen, das Verhalten von Herrn Jambi war absolut inakzeptabel. Das hat nichts mit fachlicher Kompetenz zu tun gehabt. Weil okay, das Tanzen ist eine Sache, aber man kann das auch anders beurteilen, als er das gemacht hat. Das ging mehr als unter die Gürtellinie, sagt er in dem Clip. Überraschenderweise erfahren Interessierte in einer aktuellen Instagram-Story auf seinem eigenen Account dann auch noch, dass dieser Clip nicht neu ist. Dieser Post ist vom letzten Jahr. Meine Meinung hat sich nicht geändert und ich verstehe nicht, warum er immer weitermacht. Scheinbar ist er stehen geblieben, schreibt Ralf Schumacher dazu.